sich alle die Zeit genommen haben, obwohl ihr auch andere Optionen hättet, ich weiß nicht, mit der Familie oder irgendwie sonst wegzufahren. Es ist schön, dass wir uns alle, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet, um wirklich gemeinsam Weihnachten zu feiern, dass wir gemeinsam heute uns an deine Erinnerung kommen können, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er ein Stück von sich, dass er seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt hat, damit wir Erlösung haben. Und ich hoffe, wir werden heute eine schöne, besinnliche und gesegnete Zeit haben, dass wir heute schöne Gemeinschaft haben werden und dass wir heute, das ist ein besonderes Weihnachten wird, wo Gott uns wirklich zu jedem persönlich spricht, dass Gott jedem etwas sagt, was für jeden persönlich das, was er hören soll. Und ja, ich wünsche euch aber auch bei den Beiträgen und so ganz viel Spaß. Wisst ihr, als an Weihnachten, als Jesus geboren ist, waren die Hirten die Ersten, die von Jesus Geburt erfahren haben und ihnen sind Engel begegnet und haben gesungen, Ehre, Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe und haben quasi Jesus damit so angekündigt und lass uns jetzt, genauso jetzt Jesus loben, ihm die Ehre geben. Jesus, Jesus, oh,
geschah als Erster, als Quirinus Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einsteigen zu lassen. Ein jeder in seinem Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem hieß, weil er aus dem Haus und Geschlecht David war, um sich einsteigen zu lassen. Mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden die Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar. Sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Binden und legte ihn in eine Krippe, weil in den Herbergen kein Raum für sie war. Und es waren die Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen des Wohlgefallens. Die Hirten besuchten das Kind Jesus. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in den Krippen liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich, dass das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Thank you.
den Tag des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen, heimlich unterforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihn huldige. Sie aber zogen ihn, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihn. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Seit zweieinhalb Jahren schon. So lange, ne? Kam mir viel vorgestern.
Nein, nee, schon länger bei uns in der Gemeinde als Besucherin, als Freund, als. Und vor einiger Zeit hat mich dann gesprochen, sie möchte gerne Mitglied unserer Gemeinde werden. Normalerweise, wenn einer jetzt sich Gemeinde anschließen möchte, wir geben diesen Menschen auch Möglichkeit, sich vorzustellen vor der Gemeinde und etwas von seinem Leben zu erzählen. Und diese Möglichkeit ist da. Drei Könige und haben sich vor ihm verbeugt.
яркі зв'язди, ці поклонились йому, і луна поклонилась йому. Ці штерни, ці зорні, де моці гарні вони побоїть. І в цій пісні поється, що время пройде, звісно, він пойде по цьому миру. Und es handelt darüber, dass die Zeit vergeht und er wird über diese Welt laufen. Он станет светом и истиной на этом пути. Und er wird der Licht, das Licht und die Wahrheit auf diesem, auf seinem Weg sein. Он будет давать силу нам. Und er wird uns Kraft geben. Но а пока поклонились ему в колыбели. Aber bis dorthin wurden, bekam er Verbeugung an seinen яркие звезды и желтые луны. In dem Stall. See?
Du hast gar nicht erzählt, wer bist du, wo kommst du her, wie lange bist du in Christus, das wollen wir jetzt hören. Ich bin in Kasachstan geboren. Musikschule, Musikkolleg absolviert. Wir wurden natürlich in den atheistischen Geist erzogen. Aber wo ich im Musikcollege gelernt habe, ich habe die großen Komponisten gelernt. Und ich habe von ihrem Leben gesehen, dass irgendwas wird uns nicht, etwas wird uns vorenthalten. Und so langsam habe ich angefangen, mich zu glauben, Jesus Christus zu interessieren. Und in den 90er Jahren, es fing an, so eine Wende in der Sowjetunion, eine Erweckung. Viele neue Gemeinden wurden eröffnet, wo Name des Herrn gepriesen wurde. Und ich habe in meinem Ernst Jesus Christus angenommen. Welchem Jahr war das? Ungefähr 1990 war das. Und es gab vieles in diesem Zeitabschnitt bis heute. Es gibt so ein Lied: Das Leben zu leben ist nicht ein Feld, nicht ein Feld durchgehen. Aber ich weiß, dass Gott war diese Zeit und diese Jahre immer bei mir, hat mich immer unterstützt. Und am Ende 2002 sind wir nach Deutschland gezogen. Einige Städte habe ich gewechselt, aber im Ziel. Но везде, где бы мы не были, я всегда знала, что есть Бог. Aber überall, wo ich war, ich wusste immer, dass eine Familie Gottes da ist. И вот в Эстоне мы живем. Und jetzt seit 2 Jahren wir wohnen in Essen. Und jetzt sind wir hier. Dankeschön. Jetzt wissen wir ungefähr. Thank you.
Freude gefeiert. Also die Worte sind immer so, Frieden auf Erden der Menschen ist okay, ne? Aber was ist gekommen? Sein ist voll gefallen. Also was soll das? Also nicht alle oder was? Die Menschen, die ihn angenommen haben. Die Menschen, die ihn geöffnet haben. Leider einfach so pauschal sagen, ach, lieber Gott, er macht schon alles richtig. Funktioniert nicht. Deswegen, ich wünsche uns, dass wir diesen Weihnachtsfest wirklich mit frohem Herzen verbringen, dass wir Frieden empfangen, was Jesus uns, was Vater durch Jesus am Weihnachten uns gebracht hat. Frieden auf Erden, den Menschen seines Volkes feiern. Amen.
mit der du uns geliebt hast. Und Jesus, immer bei uns. Im Namen von Jesus Christus, wir danken dir und wir preisen dich. Amen. Amen. Gott segne euch. Gott segne eure Häuser, eure Familien. Gott segne heutigen Abend. Ich wünsche allen ein besinnliches, fröhliches, friedliches Abend. Und wichtig, dass unsere Friede und diese Besinnlichkeit nicht nur an diesem Abend sich beschränkt. Es ist sehr wichtig und das ist möglich. Jesus ist echt. Jesus ist nicht eine Märchenfigur. Und es kann sich auf dein ganzes Leben ausstrecken, dieses Weihnachtsabend. Mit Frieden, mit Liebe, mit Licht. Ich wünsche Gottes Segen. Für die Lieben, nach Hause gehen. Kommt so gut nach Hause. Und für die, die bleiben möchten, wir haben die Tische vorbereitet. Wir können auch hier zeitlang bleiben, Weihnachtslieder singen, zusammen essen und zusammen feiern. Es gibt unterschiedliche Traditionen und sie sind für alles offen. Gott sei Dank.